Ja, also mein Name ist Christian Hoppe. Ich bin Mitarbeiter an der Technischen Universität Darmstadt und leite den Arbeitsbereich E-Learning an der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle. Also wir an der TU Darmstadt haben 2009 gestartet mit unseren ersten OER-Aktivitäten, auch unterstützt stark durch das Präsidium. Und so konnten wir hier eben in Darmstadt unsere Open-Learnware-Plattform entwickeln, auf der wir mittlerweile knapp 2400 Einzelmaterialien von rund 200 Lehrenden haben, die alle unter einer CC-Lizenz stehen. Und diese Materialien werden sowohl von Studierenden hier an der TU benutzt, aber auch von interessierten Personen außerhalb der Technischen Universität. Das können einfach Personen sein, die sagen, mich interessiert dieses Thema und da schaue ich mir oder höre ich mir dazu etwas an. Das können aber auch Leute sein, die im Beruf stehen und sagen, ich nutze das für meine persönliche berufliche Qualifizierung. Also die Motive sind da sehr unterschiedlich. Was wir festgestellt haben, ist, dass insbesondere drei Punkte wichtig waren und auch weiterhin noch sind bei der Einführung von OER an Hochschulen. Das ist der erste Punkt, nämlich Pioniere zu haben. Leute zu haben, die vorneweg gehen und sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus und damit auch Kollegen überzeugen. Ein klarer Prozess, der die Akquise bis hin zur Veröffentlichung klar regelt und abwickelt. Und eben ganz wichtig auch eine Verzahnung mit anderen Projekten, die E-Learning an der Hochschule fördern. Wir haben bei uns hier immer eine Verzahnung mit Aufzeichnungsprojekten, wo wir dann eben sagen, gut, eine Bedingung oder eine nette Sache wäre eben auch, wenn Sie Ihr Material, wir fördern Sie und Sie stellen Ihr Material eben bei uns auf Open Learnware bereit. Ja, zuallererst würde ich sagen, es gibt unterschiedliche Reaktionen von Seiten der Lehrenden natürlich. Da erleb ich immer wieder recht unterschiedliche Sachen. Zum einen spielt eine rechtliche Unsicherheit eine ganz, ganz große Rolle. Einfach nicht zu wissen, begebe ich mich damit jetzt in eine Zone, wo ich eigentlich gar nicht hin will als Lehrender, indem ich dort jetzt mein Material veröffentliche. Was ich aber auch gleichzeitig damit feststelle, ist, dass obwohl es diese rechtliche Unsicherheit gibt, dass eine zunehmende Offenheit gegenüber OER bei den Lehrenden aufkommt und immer mehr Leute bereit sind, dort zu veröffentlichen. Gerade Personen, die auch für ein Forschungssemester oder ein Forschungsprojekt in den USA oder in anderen angloamerikanischen Ländern waren, die das dort kennengelernt haben, die dann sagen, ich finde das klasse und das möchte ich hier auch machen und das möchte ich unterstützen. Und da merkt man dann auch, wie Vorteile eben erkannt werden und auch dann eine ganze Hochschule solche Vorteile erkennt, nämlich zum einen das Material wird nochmal auf eine ganz andere Art und Weise öffentlichkeitswirksam präsentiert, eben auf so einer Plattform. Das kann dann das Studierendenmarketing eben auch fördern. Es bietet ein Self-Assessment für Studierende. Das ist einfach eine sehr, oder so eine OER-Initiative kann natürlich auch dann eine sehr attraktive Sache sein, fernab der Motive, die eigentlich in solchen OER-Projekten innewohnen. Wo ich mir ein bisschen unsicher bin, ist, ob Open Educational Resources so wirklich im Fokus der Hochschulleitungen in Deutschland schon angekommen sind. Ist aus meiner Sicht überhaupt nicht vergleichbar mit dem Thema MOOC, wo alle und auch Hochschulleitungen sehr schnell draufgesprungen sind und sehr schnell für sich Vorteile erkannt haben oder Beweggründe gesehen haben, in MOOCs zu investieren, auch Geld da rein zu investieren. Das sehe ich beim Thema OER nicht, beziehungsweise vielleicht noch nicht. Mag daran liegen, dass der Marketinggedanke beim Thema MOOC auch nochmal viel, viel stärker ausgeprägt ist als im Thema OER. Auch nochmal, wenn wir auf eine ganz niedrige Ebene gehen, das, was ich vorhin schon gesagt habe, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, und wie gesagt, wir machen das jetzt seit 2009 schon, ist wirklich ist eine aktive Überzeugungsarbeit. Zu sagen, wir haben jetzt hier eine OER-Initiative und den Lehrenden dann zu sagen, mach jetzt mal, das funktioniert nicht, sondern man muss zu den Leuten hingehen, man muss denen erzählen, was ist das eigentlich überhaupt, ja, was haben sie für Vorteile, wenn sie ihr Material als OER veröffentlichen, was haben sie eventuell für Nachteile, was bringt es ihnen, was bringt es den Studierenden, was bringt es der Hochschule, und das ist einfach Überzeugungsarbeit. Also da muss man auf Leute zugehen und mit denen reden und ihnen quasi dieses OER schmackhaft
schmackhaft machen. Und da sind eben die Pioniere, die ich vorhin erwähnt habe, zentral wichtig. Weil wenn eine Kollegin oder ein Kollege sieht, mein Kollege aus dem Fachbereich, der macht das auch, ne, dann kann ich mal auf den zugehen und fragen, hey, warum machst du das eigentlich? Ne? Und das ist dann nochmal eine ganz andere Ebene, als wenn wir da auch ankommen und sagen, wollen sie nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann eben auch rechtliche Beratung und Sicherheit geben, um eben diese rechtlichen Unwägbarkeiten, soweit es geht, eben abzufedern. Und da haben wir auch festgestellt, es gibt zahlreiche Lehrende, die, als sie angefangen haben, ihr Material bei uns zu veröffentlichen, wirklich so diese ganz restriktive Creative Commons Lizenz zu verwenden, nämlich die BY NC-ND, ne, die eigentlich, kann man schon streiten darüber, ist das eigentlich noch OER, das Material, was unter so einer Lizenz veröffentlicht wird, wo wir aber dann gemerkt haben, die haben keine negativen Erfahrungen gemacht und die wurden dann mit jedem Semester, wo sie wieder neu veröffentlicht haben, haben sie dann gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal aus, ich stelle jetzt mein Material einfach mal unter CC BY. Und das ist auch so ein Prozess, ne? Also ich glaube, man kann nicht direkt von Lehrenden erwarten oder von wenigen Lehrenden erwarten, ihr Material direkt komplett frei unter so einer sehr offenen Creative Commons Lizenz zu stellen. Das ist aber, finde ich, kein Hindernis, sondern das ist ein Prozess einfach, den wir gehen mit den Lernenden dann gemeinsam. Das finde ich so zwei ganz wichtige Punkte. Auch da nochmal anschließend, also ich nehme schon ein zunehmendes Interesse wahr an dem Thema OER. Und auch finde ich, dass die Bereitschaft bei Lehrenden eben wächst, ihr Material als OER bereitzustellen. Was ich jedoch sehe, ist es überhaupt nicht vergleichbar mit so einem Phänomen wie jetzt dem Thema MOOC, wo alle direkt drauf angesprungen sind, massenhaft Kurse produziert worden. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht vergleichbar, OER und MOOC. Da könnte man streiten, ob MOOCs nicht auch OER sind, ne, ganz klar. Eine sehr lohnenswerte Initiative fände, wäre so eine Art Meta-Plattform, weil ich nehme auch wahr, dass viele Universitäten anfangen mit OER-Initiativen und jede Uni oder jede Hochschule so ihre eigene Plattform dann bosselt, ne, und eine eigene Umgebung schafft. Und da denke ich, wäre eine Meta-Plattform, die quasi die ganzen Materialien deutscher Hochschulen oder deutschsprachiger Hochschulen durchsuchbar macht, das wäre eine total super Sache. Das würde einen sehr hohen Mehrwert bieten und eben auch so einer Zersplitterung von Einzelaktivitäten durchaus entgegenwirken. Ein weiterer Punkt, den ich als sehr wichtig sehe, sind interuniversitäre Kooperationen. Das Gespräch beispielsweise mit der Bibliothek oder Medienzentren suchen, um zu schauen, wie kann man dort gemeinsame Aktivitäten eben verbinden und koppeln. Wir haben hier an der TU Darmstadt auch einen Dienst, einen Publikationsserver, wo Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, kleinere Veröffentlichungen auch unter einer Creative Commons Lizenz bereitgestellt werden. Und da sind wir gerade dabei, eben dort eine gemeinsame Anbindung zu schaffen, auch an solche Projekte, was dann wieder innerhalb der Universität das Ganze natürlich stärkt. Ja, das sind so die Punkte, die ich so in den nächsten Jahren als sehr wichtig erachte.